Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Im ersten Thessalonicher Brief, der Ihnen möglicherweise heute schon begegnet ist in einem Wort, heißt es: Wir bitten und ermahnen euch in dem Herrn Jesus, da ihr von uns empfangen habt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen, dass ihr darin immer vollkommener werdet. Liebe Synodalgemeinde, das Präsidium hat Wert darauf gelegt, dass wir uns, ehe wir uns konstituieren, belehren lassen. Der Lehrtext für den 15. Mai 2009 soll unser Lernstoff sein. Lehrtext und Lernstoff, das klingt nach Mühe und Arbeit und ist auch genauso gemeint. Wir haben uns inzwischen sehr daran gewöhnt, Gott sei Dank, sage ich, Gott sei Dank, den Gottesdienst wirklich als Fest zu feiern. So sehr vielleicht, dass der andere Aspekt, nämlich der einer Schule Gottes, dabei ein bisschen abhanden gekommen ist. Wenn wir uns vor Gott versammeln, dann lernen wir, dass es etwas zu feiern gibt. Und wir feiern, dass es etwas zu lernen gibt. Und was in den guten alten Gymnasien in erhabenen Bronzelettern über dem Haupteingang oder an der Stirnseite der Aula steht, non scholae sed vitae discimus, das gilt nun erst recht für die gottesdienstliche Sonntagsschule, auch wenn sie am Freitag stattfindet. Nicht für die Schule, nicht für die Gemeinde, nicht für die Kirche, sondern für das Leben lernen wir. Und die Lehre, der wir uns erfreuen, kommt auch nicht aus der Abteilung Religionswissenschaften, sondern aus der Fakultät Lebenswissenschaften. Wegen der Lebensdienlichkeit kommen im Gottesdienst unsere Lehrautoritäten mit ihren Lehrbriefen zu Wort. Und worum es nun in dieser ganz speziellen Epistel geht, daran lässt eine andere Lehrautorität nun gar keinen Zweifel, Martin Luther. Die Lehre dieser Epistel geht auf die guten Werke ausgerechnet. Was ihr von mir über Christus gehört habt, soll euch eine Lehre fürs Leben sein. Darum bittet Paulus seine Thessalonicher in seinem allerersten Brief. Und dass es sich um ein Frühwerk handelt, merkt man diesen Brief durchaus an. Paulus selbst übt noch. Aber schon diese frühe theologische Fingerübung soll uns eine Lehre sein. Das allererste, was wir aus der europäischen Kinderstube der Kirche hören, nicht wahr? Wir sind in Griechenland im Jahre 50 oder 51. Das allererste, was wir hören, ist die ausdrückliche und eindringliche Ermahnung, für die Folgen des neuen Glaubens einzustehen mit einem anderen Lebenswandel und einem anderen Lebensstil. Denn so könnten wir hier sinngemäß fortfahren. Ich habe euch nicht einen neuen Kult aufgeschwatzt, sondern ich habe euch über Christus wissen lassen, wie ihr leben sollt. Mit anderen Worten, Gott hat euch berufen zur Heiligung. Der dramatische, ja beschwörende Ton lässt aufhorchen. Paulus wirft seine ganze Autorität in die Waagschale und greift nach einer wahren Lob- und Dankorgie am Anfang nun zum stärksten kirchenleitenden Mittel überhaupt. Und das ist die apostolische Bitte, die selbstverständlich nicht anders gehört werden kann, denn als Befehl: Ich bitte euch, ich ermahne euch. War es das, liebe Schwestern und Brüder im Präsidium, dieser Bischofswahlsynode, was sie so gereizt hat an dem Lehrtext für diesen denkwürdigen Tag? Dass es hier auch etwas zu lernen gibt für das kirchenleitende Geschäft in der Synode und im Bischofsamt.
kann man vielleicht lernen, eine Bitte so auszusprechen, dass der Wunsch zum Orientierenden, zum Befreienden, zum Fröhlichmachenden und Gefahrenbannenden Machtwort wird. Man kann es mit Sicherheit nicht erzwingen und auch nur bedingt in Ordnungen verordnen. Aber es gibt etwas dazu zu lernen, für die Kirche als Lerngemeinschaft immer dazu zu lernen. Paulus redet mit der Autorität eines Menschen, der sich in Saloniki ein paar Dutzend Menschen vertraut gemacht hat. Wenige Juden, ein paar mehr Griechen, unter denen nun wieder auffällig viele Frauen. So erzählt es die Apostelgeschichte. Und das ist seine Führungsstärke, seine geistliche Kompetenz, dass er, indem er sie mit Christus bekannt macht, sich ihnen vertraut macht. Das ist es, was ihn legitimiert und autorisiert. Und so kann er nicht nur beim Loben und Danken, sondern auch beim Bitten und Ermahnen mit diesem Vertrauenspfund wuchern. Das mahnende Wort, die apostolische Bitte, ist flankiert von der Sehnsucht. Die glauben ihm, dass er wirklich gern selber gekommen wäre und dass es ziemlich teuflische Terminschwierigkeiten sind, die ihn daran hindern, selbst vorbeizuschauen und zu visitieren. Und sie nehmen ihm die Sorge ab, oder sagen wir mal, die Anteilnahme. Hier will einer wirklich wissen, wie geht es euch mit eurem neuen Glauben in eurem Saloniki? Die Anteilnahme, sie ist Leibsorge und Seelsorge zugleich. Ja, auch Leibsorge. Denn Paulus hatte mit seinem kurzen Aufenthalt und dem dreimaligen Gastpredigen in der dortigen Synagoge seinem Herrn Jesus Christus nicht nur Freunde gemacht, sondern auch Feinde. Und er hatte damit religiös-politische Unruhen ausgelöst. Er hat einem gewissen Jason die Gelegenheit verschafft, ein Held zu werden. Dieser Jason war einer der ersten, der verfolgte Christen versteckt hat. Aus Thessaloniki wird uns ein erster Fall von Kirchenasyl berichtet. Und den Untergetauchten drohte nicht etwa die Abschiebung in das Heimatland dieser befremdlichen neuen Lehre, sondern ihnen drohte die Lynchlust der aufgeputschten Menge. Das, liebe Gemeinde, das ist die Story behind. Das sind die Bilder. Das sind die Bilder zu dem etwas trockenen Lehrsatz. Der erste Thessalonicher Brief ist nicht nur der älteste Brief des Paulus, er ist auch ein Dokument äußerst spannender, krisenhafter und also verheißungsvoller Übergänge. Der neue Glaube setzt über vom Orient zum Okzident und, was ich genauso aufregend finde, vom Land in die Stadt. Im Judentum und Christentum herrscht Dorfluft, hat Theodor W. Adorno gesagt, durchaus ein bisschen hochnäsig und in idyllischer Verkennung der schönen Bilder von Hirten und Schafen und schätzenden Acker und Senfkörnern. Dennoch ist etwas dran, Dorfluft. Na und? Wir atmen sie tief ein und freuen uns. Und wissen doch, es ist nur die halbe Wahrheit und das halbe Aroma. Der neue Glaube fasst Fuß in der Stadt. Und Christus findet Freunde unter den City-Menschen. Wie geht es euch mit dem neuen Glauben in eurem Saloniki? Was heißt es, Christ zu sein zwischen Banken und Börsen, Shopping-Malls und Strandbars, auf dem Campus, in der U-Bahn, im Hörsaal, in der Fankurve, im Rotlichtviertel, im JVA, im Klinikum? Und gibt es in all dem Wandel, in all den Übergängen, in den Krisen, in den Chancen, eine Konstante, eine Lehre, die überall gilt und immer, weil er derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Ich bitte euch, lasst euch das, was ihr von mir gehört habt über Christus, eine Lehre sein fürs ganze Leben. Offenbar musste schon in Thessaloniki, wie später in Barmen, wie eigentlich immer, diese Lehre verteidigt werden gegen diese Urversuchung, Christus eine Provinz im Herzen zu überlassen und die Welt ihrem Schicksal.